Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele mit Cheryl. Ja, und ich spiele auf zuschauenden Wunsch mit den Perks Verwandt, Eiserner Wille, Bindung und wir schaffen das. Und mal schauen, wie wir uns damit schlagen werden. Okay. Direkt gemeinsam zu reparieren, ja, ist nicht so optimal. Oh, es tut mir so leid. Wir spielen gegen einen Wesker. Ah, es tut mir so leid, Tab, sorry, das Stinkgenerator. Der wäre eh zu uns gekommen, dann hätte er mich gejagt. Ist doch besser, dass er dich jagt, oder Tab? Du bist doch der Held in der Geschichte. Ja, bist du. Okay. Wieder reines Gewissen, aber... Oh, was, der ist direkt... War der verwundet gerade? Wahrscheinlich war der gerade schon verwundet, ich habe es nicht so gesehen. Okay, ich versuche einfach weiter zu reparieren. Ich meine, ja, vielleicht kommen da noch die anderen... Ja, die anderen werden kommen und retten. Perfekt. Ja, das ist Azeroths Ruhestätte, ne? Wieder so zweigeteilte Map. Also wir haben dort oben drei Generatoren, wir haben dort drei Generatoren, wir haben einen hier in der Mitte. Ich versuche den in der Mitte zu reparieren, dann auf die Seite zu gehen. Weil ich meine, dort oben sind wir ja schon aktiv. Ich glaube, die Claudette sieht doch, dass die Besessenheitszacken vom David wackeln und dass David retten gehen könnte. Aber Claudette entscheidet sich nicht dafür. Jetzt muss David... Okay, Claudette wollte den Jan durchziehen. Jetzt geht David retten. Okay, und Wesker ist direkt zurück, sonst würde sich Claudette nicht heilen. Dank Bindung weiß ich das. Ja, Verwandt, tolles Perk, ne? Jemand hängt am Haken, ich bekomme so viele Informationen, weiß, was abgeht. Und könnte sozusagen zur Not auch selber reingehen. Der Tab wird gerade, denke ich... Doch, wird Tab gejagt? Nee. Okay, Tab. Ich würde mich ein bisschen verstecken und genesen. Dann muss ich nur mal einmal schief anschauen, dann jagt er dich wieder. Okay, da kommt David an. So, hallo. Claudette wird gejagt. Ja, kommt, wir ziehen den Gem durch und dann heilen wir den Tab. Perfekt. Okay, wir haben einen auf der Seite repariert, wir haben einen in der Mitte repariert, jetzt müssen wir noch einen dort reparieren. Um wirklich sicher zu gehen, dass keine naheliegenden Generatoren noch übrig sind. Die der Killer sehr leicht halten könnte. Tab, du musst schnell weg dort und dir ein Gegenmittel suchen. Ja. Diese Infektion ist echt nicht zu unterschätzen. Jetzt wäre Tab halt ein One-Hit, obwohl er gesund ist. Claudette wird gejagt, konnte aber, denke ich, ein gutes Hard im Nehmen einsetzen. So, Tab ist eingesprüht. So wie es aussieht, wird Claudette jetzt hier gejagt. David wird gejagt, okay. Ah, ich... Setze mich mal lieber so hin, dann sieht er mich vielleicht nicht, wenn er kurz vorbeiläuft. Wo ist der? Okay, ich habe mich schon gewundert, hä? Ich versuche ihn direkt auf die andere Seite der Map wieder mitzunehmen. Oder gegen Steine zu laufen, das finde ich auch immer richtig cool, wenn ich gegen Steine laufe. Ja, du gibst mir normal einen mit, sehr gut. Die setzt sich Claudette gerade ein. Er geht auf Claudette, denke ich. Okay. Richtig gut, dass Claudette auch schon geheilt war. Und eingedieselt war. So, er hat mich vorhin zum Glück nur mit dem Messer verletzt. Ich habe ihn jetzt auch extra auf diese Seite mitgenommen, weil hier haben wir schon einen repariert. Heißt, jetzt können die auf der Seite den einen in Ruhe reparieren. Und wir landen... Nicht in einer... Oh, Ausbruch. In einer Drei-Generatoren-Situation. Ausbruch wirft uns natürlich jetzt ziemlich zurück. Ich meine, 30 Sekunden können die beiden jetzt nicht mehr reparieren. Aber ich bin immerhin da, um zu retten. So. Ich warte mal. Kurz noch. 1, 2, 3. Okay, er kommt weiter zu uns. Ich dachte mir, okay, ich wollte jetzt nicht zu früh retten, weil Wesker dann direkt umkehrt. Aber ich wollte auch nicht zu spät retten. So, ja. Okay. Leute. T-Bag mit uns, ja. Okay. So, Claudette, die setzt sich wieder ein. Das ist halt nicht gut, dass wir hier jetzt sind und reparieren. Eigentlich sollten wir auf die andere Seite. Ich gehe mal auf die andere Seite.
David kann dort weiter reparieren. So, ich denke mal, Detective Tapp wird hier auch irgendwo gejagt. Klang zumindest so. Dann würde ich gerne zu meinem Generator zurückgehen. Ich denke, Wesker da jetzt auch mittlerweile gegengetreten. Oh, der war so weit. Oder war der so weit? Nee, oder? Es kommt mir zumindest vor, dass er mal weit war, oder? War der so? Vielleicht täusche ich mich auch, aber mir kam der vorhin weiter vor. Naja. Okay, Tap heilt sich gerade selber. Wesker hat aber auch nur zwei Leute bisher im Haken gehabt. Trotzdem, wir müssen aufpassen. Ich denke, jetzt kommt er langsam wieder her. Nein? Okay. Dann weiter reparieren. Ich denke, David... Oh, Claudette wurde verwundet. Aber Claudette kommt zu uns. Ist nicht gut, Claudette. Du musst hier weggehen. Ah, vielleicht der Ausbruch. Ich versuche einfach weiter zu reparieren. Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe gesehen, wie sie hart am Nehmen zündet. Heißt, ich lasse jetzt den Generator los. Aber das war nicht das gute Timing. Okay, was machst du? Totem aus. Dann gehst du direkt... Du zerstörst dort was. Ich wollte gerade... Du lässt den David in Ruhe? Coole Sache. Dann gehe ich direkt retten. Okay, hat einfach nur, ja, schön, das Totem ausgemacht. Hier mal kurz gegengetreten und ist direkt auf die andere Seite. Okay, schön jetzt. Wir schaffen das, eine super schnelle Heilung. Ja, zum Perkbild an sich, ne, ihr merkt es ja schon. Bindung und Verwandt, sehr, sehr starke Aura-Perks. Gerade wenn ihr, wie ich hier, so mit Randoms spielt, hilft das ungemein. Ansonsten Eiserner Wille macht mich leiser, wenn ich verwundet bin. Und ja, wir schaffen das. Macht mich hier zur schnellen Heilerin. Auch sehr, sehr nützlich. Okay, wenn wir den reparieren, haben wir noch einen auf der Seite, den hinter dem Bagger, und zwei auf der anderen Seite. Heißt, die Generatoren sind sehr weit aufgeteilt. Und es wird für den Killer jetzt schwieriger. Hätte er es geschafft, uns hier aufzuhalten, dann hätte er am Ende hier auf diesem Teil der Map seine drei Generatoren gehabt. Und dann wäre es für uns wiederum schwieriger geworden. Jetzt wird es für ihn schwieriger, weil die Generatoren jetzt sehr weit auseinander liegen. Okay, ich sehe diese Person. Ach so, ja, wegen Verwandt. Okay, Claudette muss trotzdem aufpassen. Wesker kommt zu mir. Okay, sein 40 Meter Terrorradius kündigt ihn zum Glück ganz gut an. Das ist keine Palette. Okay. Ich war eigentlich schon im Sprung. Na gut. Dann nicht. Schade. Ah, ich werfe mal früh um. Ich will ihn eigentlich jetzt nicht auf diese Seite der Map mitnehmen. Okay. Ja, ich bleib mal lieber hier hinten. Da kann mein Team dort unten weiter reparieren. Okay, okay, okay. Oh, schade. Haben die gerade? Ich dachte, die hätten repariert, oder nicht? Ich hatte zumindest die Hoffnung, jetzt reparieren sie erst. Haben die erstmal wieder 3 Jahre lang geteabagt, bevor sie... Vielleicht auch nicht. Okay, jetzt sehen sich alle durch Verwandt. Sie wissen, hier auf der Seite sitzt jemand. Die beiden können dort oben weiter reparieren. Sie wissen, Wesker kommt in die Richtung. Gibt dem Team einfach ungemein Informationen. Ungemein viele. Und Wesker merkt wahrscheinlich auch gerade, dass ihm die Zeit davon rennt. Perfekt. Jen ist durch. Wir haben dort ein Tor und hier ein Tor. Die Tore sind also auch sehr, sehr gut aufgeteilt für uns. Okay, du heilst mich. Dann hole ich mir den Deo. Und dann können wir das Tor dort ansteuern. So, danke. Okay, ja, Tap rennt Richtung Tor. Tap rennt nicht Richtung dieses Tors. Ich muss jetzt aber auch überlegen, okay, wo... Okay, der jagt Claudette. Ich würde gerade sagen, ich muss jetzt überlegen, wo nutze ich jetzt das Deo? Weil er bekommt Killerinstinkt, wenn ich das nutze.
weiß also, wo ich bin. Das heißt, der Zeitpunkt wann und wo ist da sehr entscheidend, wenn man das Deo benutzen möchte. Okay, Clipdad wurde geschnappt. So, ein Tab ist dort hinten. Ja, das schaffst du. Okay, David ist sicher. Tab ist sicher. Sehr gut. Dann raus mit uns. So. Und raus. Der Tab will vielleicht drinnen bleiben, falls David nochmal geschnappt wird. Ich glaube aber, David ist auch sicher. So. Okay. David rennt halt wirklich nur Kreise hier. David, das ist alles so Zeitverschwendung. Wobei David sich vielleicht denkt, okay, ich übe jetzt dieses Moonwalken. Das machen ja auch manche. Weil merkwürdig, ne? David ist voll von dieser Infektion, aber er hat sie nicht. Vielleicht wahrscheinlich gerade einfach ein Anzeigefehler. Ja. Hier, da ist das Tor. Genau. Sehr gut. Okay. Wir haben einen Pip gemacht. Wir waren Flüchtlinge. Wir waren anscheinend nicht so viel. Aber ich dachte, wir wären ordentlich in Jagden gewesen. Naja, wer weiß. Oh, keine Versteckmöglichkeit. Interessant. Uneinigkeit, Ausbruch und Ruf der See. Good game. Also deshalb hat er auch viel gegen Generatoren getreten. Damit er schnell die Leute finden kann. Ausbruch wussten wir, Ruf der See, okay. Ergibt schon Sinn. Und Uneinigkeit. Okay, deshalb ist er wahrscheinlich direkt nach oben gedasht, als er mich dann aufgehangen hat, ohne... Das fand das Spiel nicht gut. Weil sie tot ist. Keine Ahnung. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.